Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute werden wir eine solche Panflöte selber bauen. Das ist wirklich super einfach und ihr braucht gar nicht viel dafür. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt dran. Für unsere Panflöte braucht ihr Strohhalme. Ich habe hier jetzt 6 Stück, die sind relativ dick, in verschiedenen Farben, dann wird die Panflöte auch schön bunt. Dazu braucht ihr noch Klebeband, ich habe hier jetzt sogar lilanes, dann noch Knete und eine Schere. Zuallererst halbiert ihr eure Strohhalme, dann haben wir nämlich mehr Pfeifen für unsere Panflöte. Das heißt, ihr nehmt die jetzt einfach, ihr könnt das auch gerne mit einem Lineal dann abmessen und vorzeichnen oder eben nach Augenmaß diese Strohhalme einmal in der Mitte durchschneiden. Nicht ganz, aber das macht gar nichts. Die werden nämlich nach unten hin sowieso nochmal abgeschnitten. Und die lasse ich jetzt erstmal lang. Dann legt ihr eure Strohhalme der Länge nach quasi nebeneinander und klebt diese mit dem Klebeband zusammen. Und jetzt können unsere Strohhalme auch nicht mehr so leicht verrutschen. Die linke Seite hier wird jetzt die Seite sein, wo man dann letztendlich reinpustet. Und das Ganze hier werden wir jetzt abschrägen, sodass alle Strohhalme eine unterschiedliche Länge haben. So schaut es dann aus. Und zum Schluss werden wir jetzt noch diese einzelnen Pfeifen mit Knete verschließen. Dazu nehmt ihr jetzt einfach eure Knete. Die Farbe ist egal. Es muss auch keine Play-Doh-Knete sein, kann auch eine andere Knete sein. Und damit macht ihr jetzt so kleine Kügelchen und verschließt damit eure Löcher hier unten, sodass diese kleinen Strohhalme oder unsere Röhrchen nur noch von einer Seite quasi frei sind. Und das macht ihr jetzt mit allen Strohhalmen. Nachdem wir jetzt unsere ganzen kleinen Pfeifen verschlossen haben mit unserer Play-Doh-Knete, können wir jetzt versuchen, unser selbst gebasteltes Musikinstrument auszuprobieren. Und dabei pfeifen wir einfach mit gespitzten Lippen, also wenn ihr die Lippen ganz schmal macht, wie zum Pfeifen, hier in unsere Öffnung hinein und gucken, ob ein Ton rauskommt. Ich mache das jetzt einfach mal. Also teilweise sind wirklich auch schon Töne dabei rausgekommen. Ich glaube, dafür braucht man einfach ein bisschen Übung, aber das werdet ihr sicherlich hinbekommen. Ich finde unser selbstgemachtes Musikinstrument total cool. Es ist besonders farbenfroh, ganz leicht in der Herstellung und kann bestimmt mal Abwechslung in den dunklen Wintertagen bringen. Wenn ihr Lust habt, dieses nachzubauen, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gelungen ist. Vielleicht habt ihr sogar mal ein Lied darauf spielen können, Alle meine Entchen oder sowas. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!